Ja, wir haben jetzt ja in Schilksee die Herausforderung, da ist ja schon was. Ne? Also wir haben ja das Erbe von 1972 da stehen. Mindestens einer der Architekten lebt auch noch in Hannover und achtet natürlich sehr darauf, dass sein Urheberrecht ja bei den bestehenden Gebäuden auch gewahrt bleibt, dass man da keinen Murks macht. Und das ist schon, glaube ich, auch eine andere Herausforderung, als damals auf der grünen Wiese, sage ich mal, zu bauen. Jetzt irgendwie das olympische Erbe von damals zu bewahren und andererseits etwas Neues zu schaffen, was nicht irgendwie im Schatten oder in der zweiten Reihe steht. Alles, was für 72 musste neu geschaffen werden. Nicht der alte Olympiahafen, da waren zwar noch die Ringe dran und da steht also auch noch auf der Tafel, was die Ringe zu bedeuten haben, aber das war es dann auch. Nicht? Das war also inzwischen ein Hafen, der, also ein Bootshafen für den Kieler Yachtclub. Für mich hat das zur Konsequenz natürlich, dass wir eine Bewerbung abgeben wollen, die so gut und so attraktiv wie möglich irgendwie ist. Aber dass man so eine Art Konzept hat und sagt, naja, wenn wir Olympia kriegen, dann machen wir diese 14 Punkte. Und wenn wir es nicht kriegen, dann machen wir trotzdem eine ganze Menge davon. Mhm. 10 oder 7 Punkte machen wir trotzdem. Denn wenn man in Schilksee heute steht, dann ist einiges ganz schön wieder geworden. Gerade wenn man aufs Wasser guckt, die Steganlagen und so weiter guckt. Aber wenn man dann an Land guckt, da haben wir auch einige Sachen gemacht, aber man sieht das eben auch an, dass das jetzt 43 Jahre alt ist und da muss so oder so was passieren. Und ich hoffe auch, dass wir darüber ein bisschen auch die Zustimmung noch bei der Bevölkerung noch ein bisschen weiter nach oben ziehen, zu sagen, wir müssen sowieso was machen und das ist unser Hebel, das ist der Anlass. Und wenn wir Olympia nicht bekommen, dann sind wir 3 Tage traurig, aber dann haben wir immer noch was vor und wollen trotzdem eine ganze Menge machen. Und ich glaube auch ein anderer wichtiger Unterschied ist, dass eben Hamburg jetzt mit dabei ist und nicht München. Denn Hamburg ist nun ja wirklich unsere Nachbarschaft und dadurch wären es ja wirklich Olympische Spiele in Norddeutschland. Beziehungsweise ich sage immer, das wären die ersten Olympischen Spiele in Nordeuropa seit Helsinki 1952. Und das war ja damals anders in München. Da waren wir ja nur sozusagen wirklich in der Peripherie. Heute wären wir mittendrin im Geschehen, ganz nah an Hamburg dran. Die Segler könnten, wenn sie wirklich wollten, teilweise jedenfalls vielleicht nach den Segelwettbewerben auch im Olympischen Dorf in Hamburg wohnen, könnten in Hamburg die Spiele sich anschauen und umgekehrt genauso. Ich glaube, das wäre noch mal was für die Stimmung hier in ganz Norddeutschland, was völlig anderes, als es München 1972 gewesen ist. Ja, aber wir haben es ganz gut hinbekommen, nicht damals, also mit den Segelregatten, das ist also gelaufen und irgendjemand hat ja dann auch gesagt, so gut wie Kiel ist eben lange nicht mehr gelaufen und diese Tradition müsst ihr aufnehmen und nicht die vom Rathausturm. Guckt, wenn ich nur die Hälfte der Sachen an Infrastruktur bauen könnte oder bauen lassen könnte, wie ihr das damals geschafft habt, dann wäre das neben dem tollen Ereignis, was die Olympischen Spiele eben hoffentlich auch wären, eben tatsächlich auch eine Sternstunde oder ein Meilenstein in der Stadtgeschichte, dass man sich nochmal ganz neu erfindet. Und das Kiel des 21. Jahrhunderts, das zeichnet sich ja erst so nach und nach irgendwie ab. Und wenn man das in so einer Zeit, wie wir sie ja zum Glück haben, wo Kiel wächst, wo wir jedes Jahr 2000 Kieler und Kieler mehr sind, wo die Hochschulen Rekordzahlen haben, wo auch der Kanal wieder in Wallung kommt, wo die Werften, soweit wir sie noch haben, ja auch wieder einen neuen Schwung haben, ist das eigentlich, so hoffe ich es jedenfalls, so eine Chance auch für eine echte Aufbruchsstimmung in der Stadt. Und da könnte Olympia wirklich einer von vielleicht 3, 4 Eckpfeilern sein, die so eine Aufbruchsstimmung tragen.